Ich glaube, hier ist Endstation. Das ist nie im Leben das Versteck von El Diablo. Was hast du erwartet? Dass die Schienen direkt bis vor seine Haustür laufen? Naja, ich... Und was schlägst du jetzt vor, John? Zuerst sollten wir versuchen, Doc und Kate rauszuholen. Dann sehen wir weiter. Und damit, hey ho und let's go mit Desperados, Wanted, Dead or Alive. Im letzten Level ging es ja richtig ab, da war eine ordentliche Party und wir mussten ja sogar denen helfen, damit die das endlich mit dem Zug losfahren, wobei wir uns natürlich auch eingeschlichen haben. So, mittlerweile... Ja, 4 Charaktere. Ich meine, wir bauen langsam wieder auf. Hoffentlich haben wir bald wieder genug. So, du schläfst. Sehr schön. So, erstmal Karte brauche ich auch. Ist gar nicht so voll wie das letzte Level. Sieht eigentlich einfacher aus. Aber ich habe Angst, dass es genau deswegen schwieriger wird. Okay, das ist interessant. Hier kann ich runter, um nur hier hochzukommen. Das ist der einzige Zweck anscheinend. Was auch immer diese Schienen hier sollen, beziehungsweise wohin die führen. Ich hoffe, der Zug kann irgendwo da eine Wende machen. Sonst muss er den ganzen Weg wieder zurückfahren, wenn er das nächste Mal fährt. Schöne Musik auch. So, das ist nicht Kate, gell? Kate bei einem anderen Waggon, denke ich. Ich sehe sie auch nicht auf der Karte. Ich denke, die sind weggefahren. Aber Doc, oh, der wird ja immer noch zusammengeschlagen. Aber schön, dass das Schicksal auf seiner Seite ist und wieder ihn vom Strick bewahrt. Jetzt müssen wir ihn nur noch schneller raushelfen. Okay, so, der Anfang ist ja relativ locker, flocker. Also, sieht leer aus. Das ist ein sehr spätes Level. Ich weiß es. Also, ich weiß, dass es nicht leicht sein soll. Kleinigkeit. Ich muss kurz schauen. Es geht da nicht rüber, okay. Okay, das wollte ich wissen. Okay, ja. Ich wollte nur wissen, ob man da rüber kann. Kann man nicht. Dann ist mir der erstmal egal. So, der Affe kann natürlich hier nicht das gleiche Chaos verursachen wie beim letzten Mal. So, ich würde mich aber freuen, wenn ihr euch irgendwo hier zurückzieht. Sieht er mich? Oh, Windows-Taste. Gerade noch so, nein. Okay, vergiss es. Okay, ich verstecke mich aber nicht gleich mit Schaden. Gut, ist leer, dann kann ich da rein. So, wer hat mich bemerkt? Irgendeiner von denen? Was sind eigentlich Missionsbeschreibungen? Okay, einfach nur erstmal Doc befreien, mehr nicht. Gut, gut. Schön langsam. Der sieht mich so ganz knapp, denke ich, ja. Oder? Nee. So, jetzt. Oh, es kommt noch aus dem Haus Verstärkung. Junge, hast mich nicht gesehen, oder was? Sonst ist keiner aufgescheucht, gell? So nah sind, kann ich nicht viel machen. Ist facil. Hallo. Ist der Regen so laut? Hören die mich nicht? So. Jetzt kommt du her. Sieh, wie er K.O. geschlagen wird. Super. Toll. Voll erwischt. Okay. Ich überlege gerade, ob ich sie auch anders ausschalten soll. T
Theoretisch. Na gut, der Affe bringt mir nicht so viel. Mit dem Blasrohr kann ich arbeiten. Ist aber schwer, hier rüber zu kommen. Hier ist halt auch... Ah, den habe ich vergessen. Hier ist vor allem ein zu freier Bereich. Alles klar. Vielleicht sollte ich auch zuerst den loswerden. Der macht mir hier ein bisschen die Sicherheit kaputt. Was ist überhaupt der? Oder der da? Ich weiß es gar nicht. Wer von beiden kommt her? Er sieht mich leicht. Okay. Super, niemand hört sogar. Nicht mal der da. Okay, ich kann da nicht so leicht was machen. Na gut, dann versteckt euch doch. So. Ärger mal den hier bitte. Okay. Ich von vor allem immer wegklicken muss. Das nervt ein bisschen beim Affen, weil man da eigentlich schnell reagieren muss. Es gefällt mir eigentlich gar nichts hier. Noch finde ich es nicht schwer, weil ich noch nicht alles ausprobiert habe. Aber gefallen tut mir die Situation jetzt auch nicht wirklich. Wenn die alle nicht da wären. Ups, nicht du. Wisch den von irgendwo. Super. Das ist wohl die Antwort. Oh, ah. Zack. Achso, ihr versteckt euch erstmal. So, wer war das von den ganzen? Der da? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schön, dass Konfuzius mit dir ist. Ah! Super, gehst ja weit, um mich zu finden. Sie wurden nicht getroffen, gell? Ich denke, sie wurde nicht getroffen. Hallo. Okay, der wurde getroffen. Es ist alles knifflig. Ich kann auch nicht in das Haus kommen, wo sie herkommen. Es wird zu stark bewacht. TNT haben wir einen Tipp bekommen, selbst wenn ich welches hätte, dass es nicht im Regen zündet. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen Angst wegen der Dateigröße. Desperados ist so schön immer klein, weil es natürlich weniger Bewegung im Spiel gibt als bei anderen. Aber der Regen hat ja eine dauerhafte Bewegung. Es muss ja keine High-Quality 4K-Grafik sein, damit eine Datei groß wird. Okay. Okay, ich muss die endlich mal loswerden. Ich will die mit dem Haus loswerden, weil das ist das Einfachste. Das wäre eine Überraschung. Heißt es Laster? So, Kuckuck. Ah. Junge! Warum laufen die nicht rein? Hör mich auch kaum. Das nervt ein bisschen. Okay, was mit Erschießen direkt? Das sollte ich auch nicht probieren. Und los. Junge, komm schon. Ja, und jetzt? Okay, nicht getroffen. Aber dasselbe Prinzip, sie kommen nicht rein. Alles klar. Okay.
Das dauert zu lange. Ich brauche eine Taktik hier. So, das Zeichen habe ich auch noch nie gesehen. Interessant. Nicht getroffen wurde ich. 3? Perfekt. Okay, das hat funktioniert. Der sieht das nicht, gell? Jetzt sieht das. Die kommen auch immer zufällig immer so rausgeschossen. Oh, der wiederbelebt ja alle. Alles klar. Das war nicht geplant. Jungs, macht die Augen auf. Ah. Das ist natürlich ein Nachteil. Die werden halt nicht umgebracht, die werden nur K.O. geschlagen. So. Okay. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Junge, reagiert doch mal. Kleinigkeit. Ah, ich wurde getroffen. Okay. Okay, ist noch ein bisschen kniffliger, als ich dachte. Das bringt mir gar nichts, das bringt mir gar nichts. Ich denke, durch den Sturm hören die mich auch nicht so gut. Okay. Ich hab also ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Okay, ich dachte schon, die gucken hier rein. Na, trotzdem gar nicht so einfach. Wen soll ich denn zielen? Der Tapfere wird triumphieren. So. Bisschen Chaos. Uff, sind aber schon einige. Okay. Die Frage ist, sie gucken. Oh, so ein Witz. Was für ein Adlerauge hat der wieder? Okay, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Versteckt euch, Leute. Du kommst her. Sehr schön. Nein. Bleib da drin. Bleib da drin. Bleib da drin. Ich fürchte mich nicht. Ah. Toll. Wohin? Egal. Ich bin entkommen. War absolut nicht geplant, aber okay. Absolut nicht geplant. Wie, wer war das? Der da, wie wir es damit. Ach ja, diese Spiellogik manchmal. Im letzten Level haben sie sich null dafür interessiert. Weil halt so viel gekämpft wurde, so oder so. Aber jetzt? Na, natürlich nimmt einer ein Pferd, war ja klar. Ich kann es nie leiden, wenn die Pferde nehmen. Wohin gehst du? Auf geht's. Okay, hier kann ich niemanden herlocken. Dann wollen wir mal. Ja, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Je mehr ich von euch erledige, desto besser. Ja, die sehen, wie der K.O. geschlagen wird und kommt trotzdem nicht. Keiner von denen sieht mich. Die laufen immer noch so panisch rum. Oh Gott. Ah, jetzt werden es doch ein bisschen viele. Oh, ich war doch schon drin. 100 Jahre später macht das Spiel die Entscheidung, weißt du? So, hat er jetzt getroffen oder nicht? Ach, was?
Ich zähle das mal als tot. Ist lustiger. Okay, sage ich dir gleich. Nachdem du den ausgeschaltet hast. Warum kann man überhaupt den Boden anvisieren? Vor allem damit. Ah. So, wo bist du? Da. So, jetzt. Ich will gar nicht dahin laufen, wo sie läuft. Das war das letzte Mal Glück. Das war eigentlich auch gut, aber ich will da gar nicht im ersten Moment hin. Ich will einfach nur in das Ding rein. Oder ich könnte auch den hier machen. Mich? Nein. Und los geht's. Theoretisch kann ich mich im Laufe des Levels wahrscheinlich heilen, weil ich habe ja Doc auf meiner Seite am Ende. Oh. 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 Dann halt nicht. Kann ich damit eigentlich was machen? Das bewegt sich wieder so schön. Ja, das war einfach. Oh, sag mir bitte, wenn jemand hierher reitet, dass er sich in den Kopf stößt oder so. Einfach nur, weil es witzig wäre. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Super, hast du es geschafft. Super, hast du es geschafft. Toll gemacht. Okay, ich darf das nicht so machen. Ich darf das nicht so machen. Zack, zack, zack. Toll, gefällt. Achso, nicht... Hä? Ich dachte, du hast gefeuert. Toll. Okay, vergiss, was ich sagte. Es ist nicht so leicht, nicht so schwer. Es ist sowas von schwer. Wenn ich vor allem nicht mal treffen kann. Hallo. Dann bringt mir das Programmieren auch nichts. Junge. Ja, jetzt kommt der erstmal. Vor allem, ich muss viel zu viel im Blick behalten. Toll. Der ist ja immer da. Den muss ich im Hinterkopf behalten. Okay, den treffe ich dann. Dann mache ich auf den Jagd. So, zack, zack, zack. Ziehe ich ein bisschen zurück. Hier sollte mich keiner von den beiden sehen, denke ich. Ah, ein bisschen weg, bisschen. Oh Gott. Okay. Gut, das passt. Das passt sehr gut. So, dann sind hier ein paar weg. Wenn ich da hinkomme, kann ich einen Teil sogar gut abkürzen. Was geht denn ab wieder? Ja, da hast du recht. Jemand. Oh, er wurde fast komplett getötet. Das wäre aber eine schöne Variante gewesen. Geht das hier auch nochmal was? Nee, das wird nichts. Okay. Weil das probiere ich die ganze Zeit eigentlich. Wenn ich da reinkommen würde, würde ich die platt machen können, aber es darf halt nicht jemand sein, der die ganze Zeit jemand wiederbelebt.
Okay, wenn ich da dran komme, konnte ich hier abkürzen. Sogar mir die Items schnappen. Genau, diese zwei. Und den ganzen Fehlerpflanz hier überspringen. Ja, ich könnte sogar bis komplett hierher. Den ganzen Mittelteil könnte ich eigentlich aus dem Weg gehen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich muss da auch hinkommen. Okay, die Reichweite reicht nicht. Die hören eh nichts in dem Regen. Ah, doch. Kein Schaden. Och, bitte. Ah, das war nichts. Ah, doch. Kein Treffer. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Ich hab's gut geschafft. Keiner hat Schaden bekommen, richtig? Scheiße. Ich hätte nicht so lange tröten sollen. Ah. Jetzt hatte ich mal Glück und das habe ich versaut. Gut, gepfiffen habe ich. Schaden zu viel. Die Zahl kommt halt manchmal nicht auf, deswegen bin ich verwirrt, ob ich Schaden bekomme oder nicht. Hallo? Okay, das ist gut. Das ist gut. Okay, es geht nicht. Schade. Aber die Pfeife gefällt mir. Zack, zack. Okay, wieder kein Treffer. Auf geht's. Nein, ich habe nicht gesehen, dass ihn jemand gesehen hat. Ja, was machen die jetzt? Ja. Na also, geht doch. Jetzt sieh das bitte. Geht einfach weg. Und der macht sie wieder. Oh, 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 oh. Da kommt ja einiges an Verstärkung. Ich kann nichts machen, großartig. Okay, weg. Ja, ja, ist okay. Das ist alles knifflig hier. So, auf wen muss ich warten? Auf den da. Kein Treffer, sehr schön. Zumindest denke ich das. Ich sehe das immer so schwer. Die Lebensanzeige ist halt nicht die detaillierteste. Ich will aber nicht, dass du hier bist. Die bringen mir keinen Vorteil. So, der kommt ja nicht, wenn ich pfeife. Also bringt er mir auch nichts. Aber was ich gerade sehe... Die sehen sich nicht gegenseitig. Toll. Adelante. Ja, ich werde von keinem von beiden gesehen. Ich könnte den hier erledigen. Und dann wäre mir nur noch der eine im Weg. Wunderbar. Die Frage ist, kann ich ihn einfach ausschalten? Sehr knapp ist das.
Das kann was machst du? Angekommen. Heißt das Laster? Okay. Hat er mich verfehlt gerade so oft? Echt? Okay, ich kann den 1 mal loswerden, aber es bringt mir nicht sehr viel. Der Affe. Bringt mir auch nicht besonders viel. Okay, kein Schaden. Ah! Wieder so schnell. Es ist sowas von leer und ich komme hier keinen Zentimeter eigentlich voran gerade. Das habe ich nicht erwartet. Okay. So, der kommt ja rein. Aber je nachdem, wo er landet, löst er wieder was anderes aus. Gegen die nichts. Na, ah, guck mal, wie verspätet die Reaktion von der Lebensanzeige kommt, gell? Ich sag ja, das Spiel entscheidet so im Hintergrund gerade. Hm, lass ich das durchgehen oder nicht? Komm, Mr. Leone. Der Mr. Leone hilft mir hier nicht besonders. Okay, es dürfen nicht mehr als 3 kommen. Jetzt bitte reagiert aber auch drauf, weißt du? Kleinigkeit. Nein, verdammt. Wenn die nicht drauf reagieren, bringt mir das gar nichts. Gut, aber der Affe ist effektiver, wenn ich hier um die Ecke mal komme. Kein Treffer, oder? Aber er ist halt nur K.O. Okay, keinen Treffer hat er. Ich weiß gar nicht, ob ich das Messer habe. Nein. Aber er ist weg. Das ist halt ein kleiner Vorteil. Er ist nicht nur K.O. Hallo? Du hast mich hier gesehen und jetzt verteidigst du dich dagegen, weißt du? Intelligenzbestie. Okay, ich sehe, die hüpfen wieder rum. Die könnten Alarm auslösen. Und das Ganze noch komplizierter machen. Okay, Pferd. Okay, noch ein losgeworden. Und die sind, wie gesagt, komplett weg. Verdammt, der ist verreckt. Das ist halt ein Vorteil. Hm. Entscheidet euch jetzt mal. Der steht nicht. Ich weiß, dass er nicht aufsteht. Das war auch beabsichtigt. So. Ja, 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 ich weiß. Na, mal sehen. Ja, und jetzt? Ich weiß gar nicht, ob ich da hin soll. Beziehungsweise, wen ich alles jetzt erledigt habe bereits. Oh, erst den da. Alles klar. Und dann alle anderen, falls da noch jemand drin ist. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Oh, sehr gut. Sehr gut. Vorausgesetzt, der sieht nichts. Noch jemand ohne? Dann habe ich jetzt Ruhe. Bring die mal weg. Sanchez, hilf mal ein bisschen. Jetzt oder nie.
Zack. Zack. So, kann ich dich irgendwo parken? Ja. Kein Bock, dass er rumrennt, das Pferd. Sehr gut. Das war Erfolg. Das kann ich speichern. Das ist sehr, sehr schön. So. We'll be right back.